Ist das der richtige Spielstand? Das ist der richtige Spielstand. Moment. Eden, Mom's Heart. Aber ich habe keine Lust. Wir schauen uns den anderen Daily Run da noch an. Ugh. Daily Run kommt jetzt um 12. Oh, die Zeitumstellung. Das heißt, wir haben noch jede Menge Zeit für den Daily Run, der danach kommt. Okay. Ich hoffe übrigens, dass ich irgendwann eines schönen Tages eventuell die, was war das, 31er Daily Runs voll habe. Das wäre das Leben. Außer von Hustler Hamburg, er gibt's ab für Ultimate Greek. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Jacob Isor bis 11 Uhr. Ich habe gehört, dass der Greedia Mode, dass die erste Ebene von Greedia Mode ein bisschen genervt wurde. Das heißt, wir schauen uns das Ganze doch mal an. Das war gut. Der D6. Das Spiel wird wahrscheinlich sein, dass ich versuchen sollte, an den D6 zu kommen. Das werde immer noch ich entscheiden, okay? Ob der D6 ein Grund zum Tanz ist oder nicht. Wir müssen keine Schlüssel mehr kaufen in diesem Run. Schauen wir rein. Das war ziemlich gut. Ich weiß auch nicht. Irgendwie hätte ich nicht mehr das Bedürfnis, danach auszuweichen. Ein goldenes Herz. Und dann habe ich mich einfach treffen lassen. Ich bekomme hier gerade eine Menge gutes Zeug für jeden Charakter, der nicht der Lost ist. Minus Shot Speed ist ein bisschen nervig, muss ich leider gestehen. Stimmt das eigentlich, dass der Greedia Mode die erste Ebene ein bisschen weniger Shit gemacht wurde mit dem Patch? Oder ist das eine Sache, die nur jemand so geschrieben hat? Denn ich habe nicht selber, ich habe nicht im Detail nachgeschaut. Es waren nämlich super viele Patch Notes. Das stimmt. Nein! Das Problem ist, dass ich trotzdem sterben werde. Es müsste denn auch so viele sein gerade. Und da oben war noch einer. Ich meine, Size Down ist nett, denke ich. Oh, ich kann noch rerun. Was mache ich denn? Ich hätte das rerollen sollen. Das war dumm, aber gut. Eine Bombe und eine Münze. Das ist also ein Bonus von einer ganzen Münze. Der Lost kann gratis auf den Schalter. Okay. Das war mir nicht bewusst. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einige Stellen anders gehandhabt. Okay.
oh, 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 oh. Das ist ein Schalter. Das ist ein Schalter-Moment, wenn ich jemals einen gesehen habe. So, ich würde gerne einen Schlüssel mitnehmen. Ich würde gern sagen, schade Schokolade oder etwas derartiges, aber das ist nicht mal schade. Mir egal. Ramming Speed kann verschwinden. Niemand hat nach Ares gefragt. Ich zumindest nicht. Wer ist gerade gespawnt? Oh nein. Ich sollte mich also von der oberen Bildschirmhälfte fernhalten. Man kann sie bitte erwischen. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Unbehagliche Situation. Okay, meine Range ist höher als die von denen. Puh, okay. Ich habe überlebt. Ich habe irgendwie überlebt. Es gibt nichts, was ich von hier mitnehmen will. Wisst ihr was? Wooden Spoon? Ach Gott. Lass mich hier direkt auf den Schalter trampeln. Ey, ich habe nämlich nicht vor, auf der ersten Ebene gegen zwei Bosse zu kämpfen. Schlicht und ergreifend keiner meiner Pläne. Und das wird jetzt ein bisschen dauern. Was macht ihr so? Ich hab mir ja einen New Nintendo 3DS XL gekauft. Und ich muss sagen, das Bild von ihm ist super cool. Beziehungsweise ist es super gut, aber ist auch super cool. Ich glaube, ich habe einen, der zwei IPS-Panels hat, aber ich habe ehrlich gesagt, ich bin mir nicht so sicher. Ich habe drauf geschaut und es gibt vom New Nintendo 3DS XL gibt's Versionen mit verschiedenen Displays, die verbaut sind. Es gibt welche mit IPS-Bildern und welche mit TN-Displays. Nachteil ist, dass die TN-Displays generell etwas schwächere Farben haben und einen leichten Gelbstich und sowas. Das heißt, die sind nicht so schön und IPS sind eher das, was moderne Displays sind. Das heißt, das will man auf jeden Fall haben. Man kann das Ganze nachschauen, indem man ein bisschen sehr stark von der Seite auf das Bild von seinem. Und es ist 5 Gramm schwerer. Wobei die Informationen dazu sehr veraltet sind. Was ich mitbekommen habe und nicht sehr aussagekräftig. Beziehungsweise ich habe ein Video gesehen, wo davon die Rede war, aber in dem Video war die Rede davon, dass der Touchscreen nicht IPS sein kann. Und ich habe definitiv einen IPS Touchscreen. Auf jeden Fall. Es gibt viele Unterschiede und ich hatte Glück, dass ich einen erwischt habe, der, wie es aussieht, der 2 IPS-Bilder hat. Und das ist super cool an sich. Und ich habe mir auch, Samus Returns geholt. Beziehungsweise davon hatte ich ja vorher nur digitale Version und, die ist ein bisschen nervig, weil sie auf meinem Capture 3DS ist. Dementsprechend kann ich damit nicht so viel anfangen. Sintoil. Und Lunch. Dementsprechend kann ich damit nicht so viel anfangen. Und ich wollte Samus Returns auch so für ein 3DS. Oh Gott. Schon damals schon mal kaufen, als der Metroid Dread rauskam. Die Sache war nur, als Dread rauskam. Aus irgendwelchen Gründen bekam man dann Samus Returns nur für 80 Euro. Was mir ein bisschen sehr viel zu sein schien. Aber ich habe inzwischen noch eingeschweißtes Samus Returns für coole 50 Euro bekommen. Wo ich mir dachte, yeah,
5 Euro über dem damaligen Vollpreis für ein neues. Das ist okay. Damit kann ich leben. Und ich habe es angefangen zu spielen. Das ist an sich ganz nett. Auch wenn es ein bisschen schwer ist, dahin zurückzugehen, wenn man Metroid Dread gespielt hat, weil Metroid Dread einfach an den ganzen Formel. Beziehungsweise Metroid Dread ist ja von den gleichen Leuten wie Samus Returns. Aber bei Metroid Dread haben sie so viele Dinge so stark erweitert. Warum nicht? Ist ein Damage-Up. So stark erweitert, dass es fast ein bisschen schwer fällt, zu Samus Returns zurückzugehen, weil es so viele kleine Quality-of-Life-Änderungen einfach noch nicht gibt. Sowas wie zum Beispiel, dass man durch Dinge durchsliden kann oder sowas. Hauptsächlich habe ich aber das Problem. Ich weiß, ich werde oben noch schnell rerollen, weil da Mom's Pearl, ich denke, ich verzichte. Hauptsächlich habe ich aber das Problem, dass der 3DS keine gute Plattform für ein Actionspiel ist, wie Samus Returns. Das heißt, ich bin nicht unbedingt begeistert von der Handhabung. Früher oder später tut einem einfach immer die Hand weh. Was etwas ungünstig ist. Und ja, ich weiß, dass dann die 20 war vorhin. Den habe ich durchaus gesehen, aber ich hatte schon allein nicht genug Geld dafür. Zum anderen war es mir eigentlich egal. Oh, das werde ich rerollen. Jesus Juice. Ich meine, eine Sache, die ich im Greedier Mode nicht brauchen kann, ist, dass mehr Gegner spawnen. Mehr Gegner zu bekommen, steht nicht zu weit oben auf meiner Prioritätenliste. Ich überlege, ob ich kurz drauf stiefeln will. Damit ich direkt den Meat Cleaver rerollen kann. Natürlich ist jetzt die Frage, will ich mir Torn Photo kaufen? Oh, das ist ganz cool. Will ich mir Torn Photo kaufen? Ich denke, die Antwort ist ja, oder? Ich meine, 0,7 Tiers up. Yeah. Yeah, das ist ein Ja. Und wenn wir noch an die Spritze kommen könnten, wäre das natürlich auch ein ziemlicher Hit. Oh, oh. Fuck! Das ist nicht cool. Haben wir das gesehen? Das war nicht fair. Ich glaube, ich mag die Controllable-Tiers nicht. Oh mein Gott. Okay, wir haben ihn. Oh mein Gott, es ist schon wieder einer mit so einer komischen Anti-Schwerkraft-Aura. Oh mein Gott, und der hält auch noch so viel aus. Das ist das Schlimmste. Ich habe das Gefühl, ich habe große Probleme mit den Controllable Tiers vernünftig zu zielen. Ich wollte gerade sagen, solltet ihr nicht Schaden nehmen, wenn ihr durch die Knochensplitter durchfliegt, aber da ist auch schon einer von den Leeches gestorben. Ich glaube, ich bekomme nicht mehr, keine 15 Cent mehr zusammen. Für die Spritze, was ein bisschen doof ist. Bekommt man eigentlich mehr Geld, wenn man, auf den zweiten Boss wartet, um auf den Schalter zu trampeln? Oh, es ist der Hollow. Oh, das ist gut. Das ist gut. Ganz vorsichtig. Okay. Sieht gut aus. Soweit sieht gut aus. Yes. Oh, das sollte genug Geld sein, oder? Für die zweite Spritze. Oh, das ist mehr als genug. Sehr schön. Willkommen, Excalios. Damit bin ich quasi spun. War das gerade ein Resprite von dem Boss?
Sah Chubb anders aus gerade? Sah für mich aus wie der gute alte Chubb. Kann ich dich bitte treffen mit irgendwas? Ach Gott. Warum macht er keine Soundeffekte? Oh mein Gott! Puh! Puh! Habt ihr gesehen, wie ich ausgewichen bin? Habt ihr das gesehen? Ich denke, das war ziemlich beeindruckend. Als ob du nicht getroffen wurdest, ganz recht. Ich glaube, wenn ich, ich glaube, ich werde mir noch eine Bombe holen. Ich hätte nicht vor, mich treffen zu lassen von diesem Gegner. Die Resprites sind eher subtil. Ah, okay. Sie haben keine Bombe hier. Tja. Keine Bombe für mich. Oh ja, Guppy's Collar könnte mir sogar das Leben retten. Guppy's Collar ist vielleicht sogar gut. Cube of Meat. Ich mag das hier gerade gar nicht. Lass mich direkt gesagt haben, ich mag das überhaupt nicht. Natürlich. Natürlich musste das passieren. Dann finden wir mal heraus, ob wie dieser Run sterben wird. Ich habe das Gefühl, es gibt ein gewisses Item, welches eine große Rolle dabei spielen wird. Aber mal schauen. Bisher ist es nämlich noch bisher ist es dafür, dass ich Almond Milk habe, doch erschreckend stark, muss ich sagen. Oh, das liegt gut. Bisher ist es noch erschreckend stark. Okay. Also, Answers? Ja, vielleicht haben wir ein Secret Room. Da ist ein Secret Room. Ich bin nicht ganz überzeugt von dieser Situation. Ich werde einen Schlüssel holen, okay? Almond Milk ist an sich ein spaßiges Item. Das Problem ist nur alles. Alles daran, ehrlich gesagt. Squeezy ist ganz nett. Hauptsächlich mag ich daran nicht, dass ich das Item nicht mitnehmen wollte und es trotzdem bekam. Ich nehme noch die zweite Goldkiste mit, weil komm schon, warum nicht? Ich habe den würzigen Run, der vor dem Tag hochgeladen wurde, geschaut, wirklich Dynamitbomber-mäßig. Yeah. Und wie gefällt es euch, dass ich die Herzen so zurücklasse? Wie bekommt man nochmal Holy Mantle für The Lost? Ich glaube, man muss 769 Münzen im Greed Donatomat einzahlen. Das war super viel. Ich glaube, für 500 schaltet man den Greedy Amount frei, für 770 bekommt man dann Holy Mantle. Okay, lass mich direkt auf den Schalter trampeln. Den Typ in Kombination mit noch einem Boss kann ich gerade gar nicht gebrauchen. Wurde Eye of Occult geändert? Warum hat es kein Fadenkreuz? Nein, Eye of Occult ist ein anderes Item.
Das mit dem Fadenkreuz war... War das Markt mit dem Fadenkreuz? Bin mir nicht sicher, was der Name ist, aber... das mit dem Fadenkreuz bekommt man nicht aus, Devil Deals. Der Damage ist halt auch gegen den Boss gerade super gut, trotz der Almond Milk. Ist, glaube ich, das, was mich am meisten überrascht an diesem Run. Er ist halt wirklich nicht schwach. Irgendwie. Hey, Perfection. Ich meine, warum nicht? Oh nein. Fuck! Okay. Ich habe einfach meine lächerlich hohe Range ausgenutzt. Den Resprite erkennst du aber. Es tut mir leid, aber ich hatte nicht, ich war gerade nicht... Fuck. ...in der Situation, um das nachzuschauen. Ich war kindischerweise zu sehr damit beschäftigt, nicht zu sterben. Oh ja, den Resprite jetzt, wo ich drauf achte, erkenne ich soweit halbwegs, denke ich. Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich weiß nicht, ob der Brimstone kann. Ich glaube nicht. Doch, warte, die sollten alle Brimstone können. Vertrauen ganz auf jeden Fall nicht. Okay. Welches macht einen guten Eindruck auf euch? Boah, aus irgendwelchen Gründen schreiben alle Mitte. Okay. War okay. War okay. Mal, hat auf mich persönlich jetzt nicht den besten Eindruck gemacht, muss ich gestehen, aber... Ich sehe, warum manche Leute das Item mögen. Dann wiederum ein bisschen Bonus-Damage kann nicht schaden, wenn man Almond Milk hat. Okay, nächste Ebene. Glass Eye ist gut. Oh, yes! Und ich habe meine, ich habe Perfection gegulpt. Das war doch ganz gut soweit. Und ich sehe Spirit Shackles. Ich will Spirit Shackles mitnehmen, oder? Seitdem verwirrt mich immer, aber ich glaube, es ist eigentlich ganz gut, vor allem wenn man The Lost ist. Yo! Oh, jetzt wird die ganze Sache interessant. Ich mag es, dass ich aus irgendwelchen Gründen 4 Shots habe. Wahrscheinlich sollte ich auf den Schalter trampeln. Aber ich möchte nicht. Ich möchte nicht! Okay, jetzt ist Schalterzeit. Ich habe das Gefühl, wenn die Typen da sind, sollte man erstmal eine Pause einlegen, denn neigen dazu einfach für Jahre zu überleben. Wir nehmen Geld mit. Gibt es da oben irgendwas, was ich mitnehmen will? Oh ja, wir wollen das mitnehmen. Wenn ich so genauer drüber nachdenke. Ah ja, Abaddon gibt 4 Shots. Daher kamen sie. Funktionieren Spirit Shackles eigentlich einmal pro Run oder einmal pro Raum? Bin mir da nicht mehr ganz sicher. Schau ich diese Menge an Tiers an. Das ist ein Run, der so cool werden kann, wenn wir ein, zwei coole Items noch bekommen.
Und Feuerrate von 15,69. Die musst du mit Soul Hearts rechargen. Einmal pro Soul Heart. Okay. Ich vermute mal, man bekommt am Anfang eine Aufladung gratis. Oh oh. Oh mein Gott, schau ich den Damage an. Der Damage gegen die Jungs war ziemlich in Ordnung. War sogar erschreckend in Ordnung. Ich würde sagen, Carrion Queen wäre auf einer der Isaac Beischlafliste ein Nein, aber neugierig. Falls ihr euch darüber wundert. Okay, der ist definitiv auch anders. Ich bin fucking tot. Warum ist alles so schnell gerade? Warum ist alles in doppelter Geschwindigkeit? Wahrscheinlich generell das Ding von diesen Monstrus. Ich mag es, dass ihr euch mit dem Brimstone nicht gegenseitig verletzt. Das ist ziemlich cool. Okay. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich diesen Kampf nicht überstehen werde. Monstro 2 Champion wurde schneller gemacht. Ja, ich glaube, ich stimme dem zu. Ja, das macht die Sache noch interessanter. Ich würde sagen, nach dem Kampf gegen die beiden Monstros habe ich mir das verdient. Gehen wir weiter. Nein, wir gehen noch nicht ganz weiter. Wir sprengen noch ihn weg. So, und jetzt. Ich brauche irgendwas, was meine Tränen noch verändert. Und dann wird es halt wirklich interessant. Reroll? Warum? Wir gehen einfach auf die nächste Ebene und schauen, was da im Shop so jetzt drin sein wird. Reroll scheint mir ein bisschen Geldverschwendung zu sein. Beziehungsweise, ich hätte über... Nein, gibt ein Tiers Up. Tiers Up plus 4,2. Oh nein. Das macht die Sache langsam interessant. Poke Go. Ich würde gerne darauf verzichten. Oh. Auf Poke Go würde ich gerne verzichten. Zehner. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Was spricht dagegen? Ich würde gerne noch ein paar Mal rerollen, bevor ich den Rerollomat betätige. Schau ich die Scheiße an. Oh mein Gott, ich kann nicht mal mehr was erkennen. Ugh. Das war nicht cool. Und das ist weg. Ich will nichts hiervon. Schon. Reduzierte Items sind nett, aber ich hätte lieber was Gutes. Ehrlich gesagt. Warum sind hier nur Shop- und Boss-Items gerade? Dankeschön.
Mit der Schaufel kann ich pro Raum garantiert einen Crawl Space haben, oder? Pro Ebene, was in dem Fall jetzt noch zwei wären. Hm. Ich werde mal darüber nachdenken. Ich hätte halt gerne noch irgendwas, was meinen Tränen so eine gewisse Wucht gibt, versteht ihr? Das ist so die Sache, die mir aktuell noch fehlt. Ich meine, wir sind ziemlich stark, aber da ist Luft nach oben. Da ist eindeutig noch Luft nach oben. Oh, ich sehe die gelben Augen. Bleib doch mal irgendwo! Du merkst, dass ich kaum was erkennen kann. Okay. Das mag ich überhaupt nicht, aber ich würde sagen, wir haben das relativ souverän gemeistert. Ich will nichts hiervon, ehrlich gesagt. Ich schätze... The Hanged Man. Der Leech ist natürlich sehr verlockend. Ich befürchte nur für diesen Run nicht zu hilfreich. Oh, das war gut. Ah ja, genau, Schaufel. Bekomme ich für die Schaufel pro Ebene einen guten Crawl Space? Es wären auch nur zwei Items. Ich sollte den D6 behalten. Ah, hm. Nimm noch die Solar zum Itemraum für Spirit Shackles. Oh ja, das sollte ich. Ich wünsche, ich hätte eine Batterie, ehrlich gesagt. Ich gehe weiter. Und dann wiederum, wenn ich eine Batterie habe, ist noch ein gratis Item drin. Komm schon. Ich weiß, dass es ein Fehler sein wird, so wie jedes Mal, wenn man Pop mitnimmt, aber einmal gepoppt, nie mehr gestoppt. Oh, sie fliegen immer weiter. Sie bleiben nicht mal stehen wegen meinen Occult-Eye-Dingens. Es wird noch ein Abenteuer. Okay, weiter geht's. Pop ist ein fürchterlich nerviges Item. Okay, das sind gerade ein paar interessante Einblicke. The World hat mir gerade ein gratis Crawl Space gegeben. Ach komm schon. Was ist für ein Crawl Space? Lamp of Call wäre fantastisch. Was ist Hanged Man? Fragezeichen. Ist es das, wo man zu Keeper wird für kurze Zeit? Das will ich im, ich glaube, das will ich dann im Kampf gegen Tainted Keeper einsetzen. Schau ich meine Armee von Augen an. Sofern ihr davon was erkennen könnt. Die sind nur leider sehr schwach.
Nein! Nein! Oh, komm schon, ich habe zwei Schlüssel gekauft versehentlich. Ach. Zwei Stück. Das ist eindeutig zu viel, wenn ihr mich fragt. So, lass mich das mal eben rerollen. Ich denke, ich werde in der Child mitnehmen. Ich weiß, wird jetzt erstmal schwer zu glauben sein. Aber ich denke, die Wiederbelebung könnte ganz hilfreich sein. Dieser Bild ist übrigens ziemlich wild. Das heißt, wir haben Spirit Shackles und Inner Child. Ich denke, das ist ganz okay. Schon. Okay. Oh ja, und Guppy's Caller vielleicht als Wiederbelebung. Sollten also an sich genug Wiederbelebungen haben. Für den alten Ultra Greed. Und das war's. Mich verarschen oder so. Hof Babylon gibt einen Damage ab, also ist okay, denke ich. So viel. Wir haben keine guten Devil Deal Items bekommen heute. Das war alles scheiße, ehrlich gesagt. Das war alles absolute Scheiße. Okay, weiter geht's. Oh ja, Incubus. Ich weiß nicht, ob ich Abaddon als so gut gelten lassen würde. Aber wisst ihr was, dass das mit Incubus ist? Ich hatte komplett vergessen, dass wir den bei uns haben. Ehrlich gesagt. Er ist einfach so ein passiver Begleiter. Kann man mal vergessen. Auch wenn er natürlich den ganzen Run carried, aber dennoch. So, jetzt bin ich gespannt. Ja, das ist okay, ja, Damage. Oh, die ganzen Sinus-Tiers bleiben an ihm hängen. Ist kein so guter Damage, muss ich gestehen. Ich dachte, er wäre gut, aber ist doch sehr langwierig. Was wahrscheinlich hauptsächlich daran liegt, dass die Tränen echt nicht stark sind. Wir sagen, wir hatten bessere Ultra-Greed-Kämpfe. Aber wir hatten auch definitiv sehr viel schlechtere. Ich kann ziemlich gut auf Distanz bleiben. Oh. Oh, cool. Ist mir gerade so eine fucking Münze auf den Kopf gefallen. Hat mir damit Schaden gemacht. Habe ich das gerade richtig gesehen? Denn ich wusste nicht, dass das passieren kann. Gerade ein bisschen Angst. Ich werde Hankman einsetzen, wenn wir in der zweiten Phase sind. Oh, habe ich jetzt auch Triple Shot zusätzlich noch? Hey, nimm nicht einfach das Geld mit. Ich glaube, die Hankman ist wieder vorbei, oder?
mein Gott! Ich kann hier nicht weg! Ich kann hier nicht weg! Ich konnte nicht weg wegen Spirit Shackles. Und ja, Guppy's Call hat mich wiederbelebt. Oh mein fucking Gott. Jetzt machen wir das nochmal scheinbar. Mir gefällt das gar nicht. Mir gefällt das überhaupt nicht. Muss ich gestehen. Vor allem gefällt es mir, dass Phase 2 so viele Leben hat. Jetzt habe ich ein Problem. Oder auch nicht. Okay, gehen die Jungs, die aus der Tür rauskommen, machen sich die Tiers ziemlich gut. Und ich bin fucking tot. Okay. Oh Gott, schon wieder? Okay, versuchen wir es nochmal. Wisst ihr, ich hätte auch die Hoffnung gehabt, dass ich ein bisschen mehr Schaden gegen Greed mache und nicht so lange auf ihn einschießen muss, ehrlich gesagt. Ich habe das Gefühl, dass ich so wenig Schaden mache, dass es hilft mir nicht. Ich muss einfach echt lange überleben. Und ich kann an dem Punkt noch nicht mehr ganz erkennen, wo ich überhaupt bin. Das heißt, wir haben hier einige Probleme. Und ich möchte noch festhalten, dass ich den Kampf von davor gewonnen hätte, wenn nicht eine fucking Münze auf meinen Kopf gefallen wäre, okay? Das Spiel hat einfach eine Münze auf meinen Kopf fallen lassen. Okay, Hälfte. Die Hälfte. Oh, ich kann auch schräg schießen. Oh mein Gott, das sind so viele Bomben! Gott! Ich war doch außerhalb der Range! Mir ist eine fucking Münze auf den Kopf gefallen! Mir ist eine Münze auf den Kopf gefallen. Ah, komm, schon bei den Bomben? Ich war außerhalb der Range, erzähl mir doch nichts. Ah, versuchen wir es nochmal. Könnte gut sein. Ancient Recall. Das war nicht gut. Ugh. Oh Gott, dieser fucking Kampf. Vor allem, warum war ich so schwach in dem Kampf am Ende? Es war halt schon so ein bisschen ungünstig, dass ich ungefähr 10 Minuten lang nicht getroffen werden durfte in dem Kampf. Ich sollte auf den Schalter trampeln. Ja. Wahrscheinlich hat Almond Milk den Run gekillt. Es war halt aber wirklich schwach, der Run, soweit. Also im Damage gegen Ultra Greed. Es ist halt echt schwer für so lange Zeit einfach nicht getroffen zu werden. Ich glaube, ich nehme das mit, ehrlich gesagt.
Das hat sich gelohnt. Ich meine, wir haben am Anfang noch ein paar Haufen. Ach, komm schon. Ein Fünfer könnte sich dafür eventuell lohnen. Eventuell. Yo. Das nehme ich gerne mit. Okay. Wir hatten lang kein Monster Slunge Run mehr. Ich bräuchte eine höhere Feuerrate. Und ich weiß, dass der Grund, warum ich lang keins mehr hatte, der ist, weil ich Monster Slunge nicht mehr mochte. Er glaubt mir, jetzt wird alles anders. Oh oh. Jetzt wird alles anders. Okay. Könnt ihr aufhören, diese Teile zu spawnen? Ernsthaft. Ich meine, Monster Slunge kann super cool sein. Aus von Freimaurer 01, frischer Sub, vielen lieben Dank. Bisher muss ich aber sagen, ich bin eindeutig zu schwach für den Greedy Mode, zu langsam für den Greedy Mode gerade mit diesem Bild. Gott! Langsam bekomme ich das Gefühl, dass Monster Slunge gar kein optimales Greedia-Mode-Item ist. Komm schon, ausweichen! Ich muss ausweichen! Ich meine, es könnte sich gegen die Bosse besser schlagen. Muss ich fairerweise sagen. Okay. Soweit so gut. Ja, wenn man sowas wie Säumig hat, in Kombination mit Monster Slunge, ist das ziemlich gut. Dann spammt man einfach nur die Monster Slunge Schüsse. Ich bleib einfach hier hinten. Okay. Und wir haben gewonnen. Wer ist hier alles? Wir haben eine Menge Dingles. Ist okay, ich fühle mich hier gerade relativ sicher da oben. Sehen, wie ich ihn gerade mit meinen Monstrous Lunge-Schüssen abgewehrt habe. Okay, soweit so gut. Was ist eben mit dem Almond Milk Run passiert? Was glaubst du? Was glaubst du, ist mit dem Run passiert, wenn ich wieder auf Ebene 1 bin? ich meine, das ist ein relativ sicherer Run-Winner soweit für The Lost. Muss man fairerweise sagen. Gehen wir weiter. Das, was 90% der Milchruns passiert. Ja, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob es wirklich direkt an Almond Milk lag, aber es war schon ein sehr starker Run. Es lag absolut an Almond Milk. Aber das ist okay. Denn wir haben bereits einen neuen Run. Ja, Cube of Meat ist mir lieber. Bin bereits im neuen Run, auf den ich mich verlassen kann. Also ich brauche nur irgendwelche brauchbaren Items. Okay,
Kennt ihr das, wenn ihr Isaac spielt und euer taktischer Plan ist es, als nächstes ein paar brauchbare Items zu bekommen? Ich würde sagen, es wäre äußerst angebracht, wenn ich mehr gute und weniger schlechte Items finden würde. Nein. Sehe ich schon. Der kleine Freund in der Kiste. Immer wieder ein Klassiker. Weg mit der Maismine. Die Maismine ist gefährlich. Schlechter Gamer, wer keine guten Items findet. Das erinnert mich daran. Sache, die ich manchmal mache, ist, wenn jemand, keine Ahnung, wenn jemand dumme Kommentare schreibt, ich mir denke, Mann, ich glaube, der Name kommt mir bekannt vor. Dann suche ich manchmal nach seinem Namen im, in den Kommentaren, also in seinen Verlauf schaue ich danach und, oh, fuck. Ich habe letztens einen gefunden, der ein alter Bekannter war, wie es hier rausgestellt hat. Und da, bei dem muss ich sagen, er ist einfach konsequent seit gutem Jahr, gibt er einfach nur Scheiße von sich. Das war der Typ, mit dem, wenn du dich so anstellst, wirst du das Spiel nie durchspielen. Kommentar bei Metroid Dread. Und, man hat im Laufe der Zeit seine Phasen gesehen. Er schaut die Videos regelmäßig an, aber er ist halt immer nur hauptsächlich da, um, anzumerken, dass er irgendwas daran echt Scheiße findet. Ich glaube, ich will versuchen, auf Conjoin zu gehen. Das Protokoll. Und, auf jeden Fall. Von dem Jahr fand der Johnny richtig scheiße. Hat er, jeder Kommentar, den geschrieben hat, war: Ich hasse Johnny! Deswegen kann ich ihn nicht leiden. Und, lauter solche Dinge. Und, da hat er halt irgendwann auch angefangen, ist mir aufgefallen: Hey, aber den alten Mögi, den finde ich eigentlich noch viel, dümmer. Und, einen Punkt, den er immer wieder anmerkt. Das hat er bestimmt, dreimal oder so. Im Laufe der Monate. Das ist ein Angriffspunkt, den er immer wieder auspackt. Wenn er sich nicht zu helfen weiß. Und das ist der Punkt, man merkt, dass er kein echter Gamer ist. Dazu muss ich sagen, sag keine Dinge, die du nicht zurücknehmen kannst, okay? Du kannst nicht einfach jemanden, einer fremden Person sagen, dass sie kein echter Gamer ist. Also... Es tut mir leid, aber das geht dann ein bisschen zu weit. Und er merkt das so oft an. Über ein Jahr hinweg, immer wieder mal. Wenn ihm gerade kein anderer Angriffspunkt einfällt, dann fällt ihm ein, oh mein Gott. Er ist kein echter Gamer. Was definiert einen echten Gamer? Allein, dass du die Frage stellst, ist schon ein Beweis dafür, dass du es nie verstehen wirst. Es tut mir leid. Gott! Zu meiner Verteidigung. War mir neu, dass es eine Form gibt, wo der Kleine schießen kann. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Der sieht auch ein bisschen anders aus. Da sind ein paar Haare, die abstehen. Ich wünschte, ich wäre mehr wie der Ragman. Hätte ein paar Haare, die wild abstehen. Das wäre das Leben. Fuck. Ich weiß nicht, was die Fetten... Oh nein, ich weiß nicht, was die machen. Ich glaube, ich habe auch zu große Angst, was anderes zu machen, als... hier zu stehen. Ich erwische sie so nicht. Oh nein. Ich sollte generell hier unten relativ sicher sein. Da denkt man einmal kurz, dass man da unten relativ sicher ist. Und dann zeigt sich wieder, dass man doch kein echter Gamer ist. Das Schlimmste ist halt einfach, wenn einem jemand was vorwirft und man es liest und man sich denkt, ich hasse es, weil er recht hat. Steht ihr?
Ich mag das nicht. Oh mein fucking Gott. Will ich Guppy's Head behalten? Ich werde Guppy's Head behalten, glaube ich. Nein. Zu spät. Ich denke, es gibt keinen Grund, was im Reroll-O-Mat einzuzahlen. Hauen wir ab. Der komische Würfel dazu. Ich meine, was auch immer. Guppy's Head ist jetzt auch nicht so schlecht im Kampf gegen kleine Gegner, die sonst sehr unangenehm für mich wären. Ist mir egal. Das ist nicht die schlechteste Entscheidung, die ich hätte treffen können, okay? Host Head. Oh. Retrovision gibt ein schwarzes Herz, wie es aussieht. Kann ich den Potato Peeler einsetzen? Host Head wird das Zappy-Cake Run, von dem alle geträumt haben. Es gibt dafür noch eine gewisse Zutat, die mir fehlt. Aber ja, Potato Peeler, funktioniert der mit, The Lost? Nein? Okay. Okay. Und so habe ich mir gerade eben einen Tod erspart. Einen ganzen Tod. Oh oh. Ich glaube, ich muss auf den Schalter trampeln. Tatsache, dass diese Masken hier immer noch unterwegs sind, ist nämlich ja. Das ist nicht so gut. Das ist nicht so gut! Und ich sehe gerade wieder, ich unterschätze immer, wie schlecht, wie sehr einfach die Fliegen genervt wurden in diesem Spiel. Oh mein Gott. Okay. Soweit so gut. Soweit so gut. Warum sind hier auf einmal so viele Gegner gewesen? Ich hasse übrigens den Monstrous-Lunge-Anteil dieses Runs. Ich meine, gegen Bosse ist sie wirklich cool, aber gegen alle anderen Gegner? Oh mein fucking Gott. Gegen alle anderen so ein bisschen anstrengend. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Wurden die Fliegen genervt? Oh Gott. Seit Repentance sind die habe ich das Gefühl, dass die Fliegen generell eine viel geringere Range haben, ab welcher sie auf Gegner zufliegen. Wurden sie offiziell genervt? Bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Wie so oft. Ich glaube ja. Ich brauche auf jeden Fall eine Bombe. Nur Spinnen wurden genervt? Huh. Das ist eine Bombe. Ich habe The Void mitgenommen, weil hier ein paar nette Items sind für wenig Cash. Das war es nicht wert. Ich hätte die Pillen kaufen sollen. Mein Gott! Oh mein Gott!
Dieser Cube of Meat. Der hat mich gerade gerettet. Okay. Das ist Perfection. Oh mein Gott. Mama, mega. Oh, ich kann zwei Trinkets haben. Na gut, ich habe das Gefühl, Mama Mega war nicht so effizient, wie ich mir es erhofft hatte. Oh mein Gott, einfach nur super Envy. Das ist das Leben. Generell können wir wahrscheinlich Wort drüber verlieren, dass es einfach nur Geldverschwendung war, Mama Mega mitzunehmen. Kannst du zumindest jetzt in den Super Secret Room? Oh ja, das könnte ganz nett sein. Gott, Monster Slug ist so nervig gerade. Ich glaube, ich habe nicht mal einen Tier-Sub jemals bekommen. Wo ist mein letztes Guppy-Item? Super Secret Room. Wo bist du? Da bist du. Answers. Und Soul of Blue Baby. Na. Nehmen wir Answers mit. Das war nicht gut. Ich weiß nicht, was die One macht, ehrlich gesagt. Ich hätte wahrscheinlich nachschauen sollen. Sehr wahrscheinlich sogar. Ich glaube, ich hätte gern ein paar Bonusbomben. Schlüssel. Du schaffst das schon. Nein, ich schaffe gerade überhaupt nichts. Das ist das Problem. Das ist das Problem an diesem Run. Jedes Mal aufs Neue. Oh mein Gott, es ist so schwach. Oh mein Gott, es ist so schwach. Scheinbar hatte ich keinen Holy Mantle gerade. Das war nicht gut. Wie auch immer, ich habe eh 9 Lives, also was soll's. Dieser Run ist so fucking tot. Oh mein Gott, warum ist das so schwach? Soymic hat es wieder mal geschafft. Hat sich reingeschlichen, während ich die Items nicht sehen kann und ruiniert den gesamten Run. Oh mein Gott. Schau euch an, wie viel die aushalten. Seid ihr überhaupt so viele? Oh nein. Warum sieht das gerade so aus, als ob hier doppelt so viele Gegner spawnen oder so?
Ich meine, an sich ist Monster Slunge mit Soymic ganz cool. Das Problem ist nur, wir bräuchten irgendwelche Tiereffekte oder sowas. Einfach irgendwas. Das kann nicht einfach von sich aus nur da sein. Das ist viel zu schwach. Ich meine, vielleicht werden wir Guppy im Devil Deal. Oh ja, Ranch an sich wäre natürlich auch ein Träumchen. Habt ihr gesehen, wie ich gerade noch den Schalter erwischt habe? Das war fucking knapp. Und schau ich den Dinkel an, der ist rot. Zum einen wie mein letzter Stuhlgang. Und zum anderen wie der Virtual Boy. Für eine Neuigkeit, das ist wieder der Turbo Monstro 2. Kann ich einfach der normale Monstro 2 kommen? Die Turbo-Variante mag ich überhaupt nicht. Mit dem ist nicht gut Kirschen essen. Lasst mich euch das gleich direkt mal so sagen. Oh Gott. Wo kommen die ganzen schwarzen Herzen her? Wahrscheinlich von dem, oh nein. Wahrscheinlich von dem Baby, das ich dabei habe. Oh, ich dachte, ich... Ich bin die immun gegen Explosionen. Das heißt, wenn ich nicht gerade in Brimstone Range stehe. Oh mein Gott, komm schon! Ich muss zugeben, dass das Timing sehr lustig war gerade. Okay. Gott! Ich kann es mir nicht leisten, einen Boss auszulassen. Fürs Protokoll. Oh mein Gott, warum sind da so viele? Och, was ist das? Ich verstehe nicht, wie die Perspektive funktioniert in dem Fall. Warum hat mich der Brimstone erwischt? Gott! Die alten Brimstone-Bomben. Auf die ist Verlass. Warum werden Gegner ständig zu schwarzen Herzen? Oh mein Gott, ich hab's. Puh. Und ich frage mich, was von beiden Items ich mitnehmen will. Wird auch schon wieder so eine Scheiße. Nächste Ebene. Nächste Ebene. Oh Gott, das ist so schwach. Das ist so schwach. Aber Potenzial. Potenzial. Ich denke, wir sollten auf jeden Fall die $3 Bill mitnehmen. Ehrlich gesagt. War es nicht wert.
Will ich Punching Bag vielleicht sogar mitnehmen? Nein. Ja. Ich wünschte, ich hätte Punching Bag mitgenommen. Hey, ein Damage up. Ich bin so fucking tot. Ich bin so dermaßen tot. Dieser Brimstone macht nicht den Damage, den ich mir gewünscht hätte. Schau ich das an. Oh Gott. Oh Gott. Wie lebe ich überhaupt noch? Huh. Das einzige Gute ist halt, dass manchmal die Little Horns kommen. Wenn Little Horn kommt, dann oh nein. Oh nein. Oh nein. Warum muss ich ausgerechnet in diesem Run jetzt gerade solche Shit-Gegner bekommen? Also wirklich, warum? Auch wenn die immerhin gerade nichts machen. Gab's hier irgendwas Gutes? Nicht wirklich. Schauen. Yes. Lump of Coal kann so einiges ändern. Oh oh. Vor allem im Kampf gegen... Nein! Ich bin rausgegangen, weil ich die Münze mitnehmen wollte. Fuck! Egal, wir haben Force PhD, was ganz gut ist. Fuck! Und wir sind bereits im Shop. Das ist nicht optimal. Die Items sind auch alle scheiße. Okay. Wir haben noch einen Devil Deal, der mir besser das Leben rettet und mich zu Gapi macht. Wenn wir keinen Devil Deal bekommen, der mich zu Gapi macht. Dann, oh Gott. Ich will nicht drüber nachdenken, was dann ist, okay? Deswegen werden wir einfach zu Guppy. Oh Gott.
Vater Langbein. Nein! Wobei ich vielleicht durch Lamp of Coal gegen Ultra Greed ganz guten Schaden machen könnte. Ich muss einfach nur mehr auf Range gehen. Schau ich den Damage an. Wenn ich auf Range gehe, ist der Damage halt wirklich okay. Ja, schau ich das an. Das war nicht wirklich auf Range, aber dennoch. Komm schon! Fuck! Erhöht meine Feuerrate. Das heißt, das ist nett. Und mehr Geld habe ich nicht. Der Sack lässt einen fliegen, wenn man keine Herzen hat. Und man kann komische Kreise am Boden machen. Man bekommt Pillen von dem Sack. Oder kann ich hier Pillen kaufen? Excellent. Was ist das wert gerade? Ich weiß nicht. Okay, weiter geht's. Nur Kreise fliegen ist ein anderer Sack. Huh. Sehe ich schon, es gibt eine Menge. Was genau sehe ich hier gerade? Okay, gehen wir weiter. Das wird bestimmt gut gehen. Da bin ich mir sicher. Ich wünsche, ich hätte nicht den einen Devil Deal übersprungen. Das ist die Sache, die diesen Run killt. Und ich bin bereits so gut wie fucking tot. Diese fucking goldenen Münzen, dass sie einem Schaden machen. Ich glaube, das stört mich am meisten. Immer schön auf Abstand bleiben. Ich hoffe, dass ich damit irgendwie erfolgreich bin. Bisher scheint Greed nicht allzu interessiert an mir zu sein, aus irgendwelchen Gründen. Oh Gott, was ist das? Wenigstens hält mich die $3 Bill immer schön auf Trab. Euch, dass ich mich ständig darauf einstellen muss, dass irgendwas anders ist. Oh Gott, mach nicht das, geh weg. Ja, geh wieder hoch, geh wieder hoch. Geh und bleib da oben. Okay, soweit so gut. Soweit so gut. Das war fucking knapp gerade. Ich glaube, der Cube of Meat hat, oder Ball of Bandages hat abgehalten. Okay. Ich sage es euch, Immunität gegen Explosionen, das ist das Leben. Immer schön hier drüben stehen bleiben. Auch wenn ich ihn nicht treffe.
Oh, schaut euch den Damage an. Schaut euch den Damage an! Er macht gerade auch nur dumme Scheiße. Das ist also ziemlich gut für mich. Schlag weiter auf den Boden. Immer weiter auf den Boden. Nein, nicht der Sprung. Oh, das macht nichts. Das sind Explosionen. Deine Explosionen sind machtlos gegen mich. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Oh, 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 oh. Er springt nur noch. Zodiac. That's Lost Coin. Absolut wild, was er noch die letzten paar Sekunden gemacht hat. Absolut wild. Hosted hat absolut gecarried. Hosted der wahre Carry des Run. Wer sollte sonst den Run carryen? Dadurch, dass ich Säumig bekommen habe, ist dieser Run eigentlich, er hätte eigentlich sterben sollen. Zwei schlechte Items unlocked. Nice. Das ist das Leben. Und ich sehe gerade, in 3 Minuten ist der neue Daily Run online. Aber hey, wir... Shit. Ich wollte gerade sagen, wir nähern uns dem Ganzen mit der Lost. Und dann schaue ich gerade hin, mir fällt auf, ich habe immer noch effektiv nichts mit der Lost geschafft.